Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge heute hier am Samstag, dem 2.3. hier auf MicroHazard TV. Ihr seht natürlich wieder, der LS19 ist es natürlich wieder. Der hat es euch angetan, den wollt ihr unbedingt sehen. Finden wir sehr toll. So, mit dabei heute natürlich wie immer in letzter Zeit der Nils. Hallo. Und meine Wenigkeit der Ice Dragon, der Heiko ist heute nicht da. So. Gut, ich bin hier am Gras mähen immer noch. Jetzt haben wir hinten gemäht, jetzt mähen wir hier vorne nochmal die große Wiese. Weil ihr ja so wenig davon bekommt, wie ich Gras mähe. Deswegen habe ich mir gedacht, so ich mähe einfach nochmal. Damit ihr nicht denkt, dass es hier langweilig ist für euch. Ja. Auf geht's! Rein in die Wiese! Yeah! Erstmal gleich ein paar Vögel aufstrecken, seht ihr? Gibt als Mod eine platzierbare Vogelscheuche. Aber ich glaube, die ist reine Deko. Ich glaube nicht, dass die wirklich die Vögel fernhält. Zumal die Vögel. Schön. Ja, zumal die Vögel ja sowieso aber keinen Effekt haben. Ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie hier die irgendwas wegfressen oder so. Gibt's bestimmt auch als Mod irgendwo. Tja, wer weiß. Ja. Und du machst jetzt immer noch eure Vertragsarbeit da, oder? Ja, ich bin mal wieder am Dreschen. Das dritte Feld in Folge. Ah, gibt Geld halt, ne? Ja. Allein nur Verträge haben wir 20.000 gemacht. Na, süß. Wie viel Geld habt ihr jetzt? 110.000. Naja. Aber der Rapsfeld ist noch nicht so weit, ne? Dürfte nicht. Nee, aber müsste jeden Moment eigentlich fertig werden. Also auf jeden Fall in der letzten Stufe, ja. Ja. Naja. So, mein Traktor hat bald seine 24 Stunden Betriebszeit voll. Ist doch was. 22,8 hat er ja schon. Vor allem, wenn ihr überlegt, Leute, die Betriebszeit unten, das ist ja Realzeit. Das ist ja keine Spielzeit, das ist ja Realzeit. Die Zeit habt ihr also, habe ich also wirklich schon mit diesem Traktor jetzt gearbeitet, diese 22,8 Stunden. Das ist dann schon heftig, wenn man drüber nachdenkt. Einiges zusammengekommen an Zeit auf jeden Fall. So, die erste Runde haben wir auf der Wiese. Sammle ich auch gar nicht ein, schwader ich gar nicht erst, lasse ich einfach liegen, bis es wieder gewachsen ist, das Gras wird nochmal gemäht. Ja, ansonsten hatte ich ja die Woche auch ein paar Transportmissionen gemacht, zwei Stück immerhin, aber mit fünf, aber mit sechs Paletten. Und für sechs Paletten 3.000 ist jetzt, naja, ja, ist okay. Wird aber mehr sein. Wenn es jetzt noch mehr Paletten werden, dann, aber ich glaube, mehr als sechs werden es nicht. Weil auf die Flächen, wo du die Paletten einsammelst, passen ja nicht mehr als sechs rauf. Oder musst dann irgendwie zweimal fahren oder so. Naja, da sie aber immer gleich am Anfang alles platzieren. Ja, stimmt auch wieder. Deswegen, also kannst du beim Abladen nicht mehr als 6 hinstellen, beim Einsammeln passen ja auch nicht mehr als 6 hin. Also. Nils, du atmest ein bisschen aufs Mikrofon. Ja, kann sein. Nee, ich wollte nur sagen, ob man hört, deswegen. Ja, ich bin schon beim Dreschen am Einschlafen. Ach so, ja, es ist so. Kann ich nachvollziehen. Ja, vor allem dann hast du nur einen Tempomaten, musst nichts machen. Ich bin am Rasenmähen, das ist auch nicht viel besser. Ja, du musst dich aber noch konzentrieren, dass du richtig fährst. Wenn du eine gerade Strecke hast, Tempomaten, du musst nichts machen. Na, ich fahre teilweise hier aber auch. Auf der großen Wiese kann ich auch lange Strecken fahren.
Jetzt vielleicht nicht so lang, weil ich zumindest auch noch schneller fahren kann als du. Weil ich einen, der hier mit 19 km/h wenigstens, aber Ja, ich habe 12. na. Ist auch schon gut 12. Die meisten fahren sonst Drescher aber nur mit 10 beim Ernten. Weg hier, ihr doofen Vögel. Ksch. Das ist mein Gras. Glaub nicht, dass Vögel Gras fressen. Ja, warum sitzen die denn hier rum? Die suchen die Würmer im Boden. Könnte sein. Wobei da es Raben sind. Eher unwahrscheinlich, obwohl, notfalls wird es auch fressen. Der Allesfresser. Die nächsten Folgen, die dann aufgenommen werden, also die morgen dann auch noch nicht, aber die ab nächster Woche dann, die dann kommen, die sind dann auch wieder ein bisschen aktueller, ein bisschen frischer aufgenommen und vor allem ist da der Punkt, die sind denn, wenn alles gut geht und alles klappt, also muss ja klappen, dann auf jeden Fall schon aus meiner neuen Wohnung aufgenommen und ja, mal schauen, wie das dann alles läuft. Solange wie ich keine Zuschauer vor meinem Fenster habe, ist alles gut. Wenn ich wohne dann Erdgeschoss, dann kann man theoretisch reingucken. Weil am Anfang werde ich in dem Zimmer noch keine Gardine dran haben, weil die Wohnung hat von Hause aus keine Gardinen dran und ich habe jetzt keine Lust und auch jetzt, das will ich jetzt nicht so viel Geld ausgeben und mir gleich für jedes Zimmer eine Gardinenstange kaufen. Das mache ich dann so Stück für Stück. Fürs erste erstmal nur fürs Schlafzimmer. Alle anderen Zimmer kriegen erstmal keine Gardine. Für die Küche habe ich so ein Rollo gekauft. Boah. Geht noch genug Geld weg. 135 Euro für meinen Schwertransport, sage ich mal. 70 Euro für den Transporter. 120 Euro für eine neue Arbeitsplatte mit Zuschneiden. Dann nochmal knapp 50 Euro, 40, 50 Euro. Fürs Zuschneiden der Platte nochmal. Wofür brauchst du einen Schwertransport? Naja, ist jetzt Schwertransport in Anführungsstrichen, ist halt die großen sperrigen Sachen, teilweise auch, also das heißt teilweise dann auch schweren Sachen, die lasse ich transportieren. Das ist einmal die Waschmaschine, der Kühlschrank, die Couch und eins von den drei Schrankteilen von der Wohnwand. Weil die einfach zu schwer und ich habe so einen großen 2-Meter-Kühlschrank allein schon. Ich lasse das einfach transportieren und dann ist gut. Und vor allem, wenn es transportiert wird, dann ist es auch noch versichert. Wenn dann denn dir der Scheiße bauen, das geht kaputt, dann kriege ich wenigstens noch Geld dafür wieder. Kannst es dir neu kaufen? Na. Oder zumindest Deswegen. was Besseres. Och, der ist geil, der Kühlschrank. Schicker 2-Meter-Kühlschrank von Siemens, schön mit LED-Beleuchtung innen drin. A, Triple Plus, Energieeffizienz. Was will man mehr? Mit Gefrierfach oder Ja, ohne? ja, ja, ja. Kühl-Gefrier-Kombi. Aber kein Side-by-Side, also die Türen sind noch übereinander. Also ein Side-by-Side, wo du eine Tür rechts, eine Tür links hast, ist er noch nicht. Und so großen Kühlschrank brauche ich für mich alleine noch nicht. Der ist schon riesig für mich alleine. Ja, dann brauchst du halt immer 2 Wochen nicht einkaufen. Ja, im Prinzip nicht, ne. So, zweite Wiese ist abgemäht. Lass ich jetzt wieder so einfach so liegen, wie sie jetzt ist. So, einmal die Fahrtrichtung wieder umschalten. So, wieder vorwärts fahren. Lange genug rückwärts gefahren jetzt. Mein Mähwerk sieht schon wieder aus wie Sau. Musst du waschen? Mein Traktor sieht sowieso aus wie Sau. Er sieht immer aus wie Sau. Ja, könnte ich ja. Hab ja eins da. Die Kerl schon. Immer geil, wie ich mal fast abhebe, wenn ich hier mit dem Schneidwerk und dem Frontgewicht hier die Rampe hochfahre bei mir. Hebe ich oben immer mal fast ab. So, meine Hauptaufgabe, mein Hauptdings war eigentlich, ich wollte Silage verkaufen.
Ja, dann testen wir mit dem Ladewagen, ob das klappt. Einfach drüber fahren, ja, mal gucken, das geht. Brauchst nicht mal unbedingt drüber fahren, kannst an einer Stelle stehen bleiben. Ja, aber dann wird es gleichmäßiger abgesammelt, glaube ich. Ich glaube, einfach stehen bleiben, wenn es auf, spätestens wenn es auf dem Boden runter ist, muss ich eh weiterfahren, also von daher. So, einmal Ladewagen. Ansonsten kann ich es oben auch reinkippen, auf jeden Fall mit dem Lader. Sollte gehen, hat ja oben ein Gitter drüber bloß. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das funktioniert. Achso, jetzt ist meine Schaufel natürlich im Weg da drin. Nö. Eine blöde Silageschneidzange muss ich erst noch wegnehmen. Und dazu muss ich erst meinen Frontlader holen. Weil ich den ja immer abstelle, wenn ich ihn nicht brauche. Mag den nicht ständig vorne dran haben, wenn ich ihn nicht brauche. Wozu soll er vorne dran hängen? So, einmal die Schneidzange hier beiseite packen. So, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Können wir hier erstmal weiter aufdecken, das Silo. So, macht dann eh automatisch, wenn ich da lang fahre, glaube ich. Mal gucken. 131.000 sind noch drin. Ah, ist nicht gerade so viel. No, ist aber nicht gerade wenig auch, 131.000. Ja. Wenn man sich überlegt, dass da ein paar Millionen reingehen. Ja. Und Und zwei, ja, drei. ich kann damit sammeln einfach. So, zack, voll. Dann machst du jetzt ordentlich Geld. Und das mit einem Tempo einsammeln. Sie lässt einfach mal reinfallen ins Fahrsilo. Zack, zack, zack. Ja, vor allem ist ja der Kleine, ne? Ja, er nimmt vor allem aber gleich mal bis zum Boden weg, war. Doch so viel. Ja. Hätte ich nicht gedacht. So. Erstmal gucken, also wo ist denn die Scheune überhaupt? Beim Tierhändler. Ach, Oder gleich bei mir Viehhändler. um der Ecke auch noch. Brauchst du den Berg hier hochfahren? Ja. Das ist ja Ganz entspannt. hier. Ganz entspannt, ja. Einmal Luxustour. Das Schöne ist, der Zug ist auch gerade vorbeigefahren. Also vom Zug brauche ich erstmal keine Angst haben. Der ist gerade vorbei. Ja, besser geht's ja nicht von der Entfernung her. Oh, mit dem vollen Ladewagen den Berg hier hoch. 15 km/h, 14 km/h, ja, okay, 14 war das niedrigste. Mal gucken, was mir eine Ladung allein bringt. Ja, müssten es um die 7000 sein, Wie viel hast 7,5. du drin? 23.000. Achso, wo muss ich denn das hier verkaufen? Wo ist denn das hier überhaupt? Hinten. Rückseite hinten. Warte, ich komme einmal zu dir. Hier. So, da ich Fahrrad hinten rum. Ja, brauchst du eigentlich nicht, kannst auch rückwärts reinfahren. Ja, dachte ich mir, aber. Hier in dieser Verladerampe. Ach, da dann. Ah, ja, genau. Da hast du die Markierung auf dem Boden. Ich sehe sie. Ah, Hilfe! So, ja, und laufst noch da rum. So, und da klingelt die Kasse. Sag 8000. Ich dachte, 7,5. Du bist näher dran, 8,5 waren es nämlich sogar. 8.500, zack, gleich wieder zweimal Kredit wegzahlen.
So 8.500. Wie viel Ladung kannst du noch machen? 5? Hier, ne? Ja, vier müssten noch gehen. Ah, 32.000. Ja. Das So. ist ein guter Verdienst. Hat aber auch einen Haufen Arbeit gekostet vorher. Ganze Gras zu machen. Ich will nicht wissen, wie viel du da gleich einsammeln kannst. Na, ich lasse ja eh noch liegen. Wenn man das Ganze dann mal in eine Reihe schwadert. Einmal angesetzt, voll. Genau. Wenn du es überhaupt so viel schwadern kannst, dass das Ganze halt nicht zu breit ist. Weil es halt zu viel Gras ist. So, vorletzte Bahn. Muss ich ein bisschen gucken, dass ich das Fahrsilie hier richtig aufkriege. Silo öffnen, machen wir hier weiter auf. Von der anderen Seite mal noch aufgemacht jetzt. Also ein bisschen mit der Schaufel muss ich vielleicht doch noch reingehen, weil da das der Steller nicht halt machen wollte. Aber mal gucken. Ja, aber der macht nicht weiter auf mit dem Ladewagen hier. Sammler hier. So. Warum kann ich ihn nicht weiter öffnen? Ich habe in der Mitte noch so ein Stück. Da ist noch Plan drüber. Musst du eigentlich davor was wegnehmen? Würdest du das Naja. eigentlich machen? Normalerweise. Gehen wir jetzt mit der Schaufel, damit ich mich daran gewöhnt, dass es ein Knicklenker ist. Hab's sonst nicht so mit Knicklenkern. Ah, jetzt hat das ganz aufgemacht, ja. Nochmal hier umladen ein bisschen. So, einmal fertig mit Dreschen, jetzt muss alles nur verkauft werden. Wo darf ich hin? Der Getreidemühle. Ach, ist ja um die Ecke. So. Voll machen hier. War mal voll die Kiste, die ist noch nicht voll. Tausender fehlt noch. Der macht halt dadurch jetzt sehr harte Kanten hier rein, ne? Die kannst du ja mit der Schaufel dann wieder ra rausholen. Ja. So, jetzt ist das zumindest schon mal wieder voll. So. Und Abmarsch. Silage verkaufen. Können wir gleich mal ein entsprechendes Thumbnail zu machen. So. Wird ja auch langsam wieder dunkel im Spiel. Ist der Zug zu sehen? Nein. Ah, das heißt, dass ich bei Nacht dreschen darf. Yay. Machst du gerne? Ja, das ist total. Macht da immer wieder Spaß. Der Drescherkönig. Wenn ich großes Schneidwerk hätte. Tja. Naja, gut. Manchmal schon ein bisschen klein. Ja. Aber die Folge ist schon wieder zu Ende. Lieber Nils. Ja, leider. Deswegen würden wir sagen, sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns sehr freuen und sagen bis dahin, ciao, tschüss und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.